Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, grüezi miteinander und herzlich willkommen zum zweiten Videotalk über Langzeitpflege. Nur wenn man darüber redet, kommt man auch ins Gespräch. Im zweiten Talk reden wir über die Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten in der Pflege und wie man als Quereinsteiger seinen Weg zur Spitex oder an einem Pflegeheim findet. Früher hat man da immer noch eine Vorschule machen und ein Praktikum und Fremdsprachaufenthalt und so weiter, bis man dann mit 18 endlich anfangen konnte. Und jetzt ist es ja so, dass man eigentlich gerade nach der obligatorischen Schulzeit hat man die Möglichkeit, in den Beruf einzusteigen. Zu Gast sind Annemarie Henny, Ausbildungsverantwortliche im Evangelischen Pflege- und Altersheim in Thusis, und Simone Kaduff, Leiterin Bildung bei der Spitex Chur. Ja, also Quereinstieg ist bei uns etwas sehr erwünscht. Zwei Varianten ist natürlich, bei uns kann man häufig auch, weil wir noch Hauswirtschaft anbieten, kann man zum Beispiel auch dort mal einsteigen als Erwachsene. Und wo man dann merkt, mal, ich will ein bisschen mehr als nur hauswirtschaftlich, auch vielleicht auch mal pflegen oder das Ganze, dann kann man dann die Weiterbildung machen zum Pflegehelferin oder Pflegehelfer vom SRK, wo man nachher befähigt ist, einfache pflegerische Situationen zu übernehmen. Und von dort weg kann man dann über den Erwachsenenweg auch dann in einem zweijährigen Lehrgang den Abschluss zur Frage machen. Offen, direkt und ehrlich reden wir darüber in der Videotalk-Reihe «Langzeitpflege im Gespräch» von Spitex und Pflegeheime Graubünden. Verfügbar auf langzeitpflege-gr.ch und auf dem YouTube-Kanal Spitex und Pflegeheime Graubünden.